Dieses Video geht an jeden, der 2019 ABI hat. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und dieses Video richtet sich an jeden, der 2019 sein Abitur hat. Ich habe ja selbst mein Abitur 2017 mit einem Schnitt von 1,4 gemacht, meinem damaligen Traumabiturschnitt. schnitt habe das Ganze vor allem dadurch geschafft, dass ich 1,0 in den Abiturprüfungen geschrieben habe und bin seitdem als Abiturcoach unterwegs. Hier auf YouTube und natürlich auch online, also über Skype beispielsweise oder auch im echten Leben in Form von den Schulverträgen und den Bootcamps, die wir machen machen und ich möchte dieses Video einfach machen, um sozusagen jedem, der jetzt eben auch sein Abitur hat, meine Erfahrungen mitzugeben, um dir zu sagen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm wird, wie du es denkst und es soll einfach ein Video sein, was dir vielleicht jemand anderes zugeschickt hat, das heißt für alle diejenigen, die mich schon kennen und wissen, wie, wie viel vielleicht mein Content euch auch schon geholfen hat, schickt es gerne an eure Freunde weiter, wenn ihr das Gefühl habt, die folgenden Worte werden denen was bringen, denn das Abitur ist ja so eine Sache, es ist auf einmal so... Eine riesige, ja, wirkt wie so eine riesige Wand, wie so ein riesiges Projekt am Ende von einem sehr langen und doch sehr bedeutsamen und vor allem einfach sehr prägenden ähm, ja, Lebensabschnitt. Ja, du bist dann 12, vielleicht sogar 13 Jahre in der Schule gewesen, danach ist alles vorbei. Das ist total komisch, aber bevor es vorbei ist, ist nochmal diese richtig wichtige Prüfung und es ist nicht nur eine Prüfung, es sind vier oder wenn du zum Beispiel in Bayern wie ich ähm, wo uns dann sogar fünf Prüfungen und die zählen einfach extrem viel. Das war ja auch zum Beispiel der Grund, ich meine ich hatte nach der 11., nach, nach, ganz wichtig, nach 11. und 12. Klasse einen Schnitt von 2,1, wenn man noch nichts gestrichen hat. Oder eben von 1,7, wenn man schon Sachen weggestrichen hat. Und habe dann eben durch die 1,0 in den Abiturprüfungen meinen Schnitt noch auf 1,4 verbessert und studiere jetzt mittlerweile Psychologie. Das bedeutet, das Abitur sollte in meinen Augen nicht eine Sache sein, wo man irgendwie das Gefühl hat, boah, da muss ich so viel Angst haben, sondern sind es alles Shorts. Ganz ehrlich. Seht, das Abitur ist eine Chance. Das ist eine riesige Möglichkeit. Die meisten Leute haben Angst, weil es so stark gewichtet ist. Ich habe mich damals auf das Abitur gefreut, weil es eben so stark gewichtet ist. Was nicht bedeutet, dass ich nicht nervös war. Jeder ist nervös vor großen Dingen. Und gerade wenn es dir wichtig ist, gerade wenn du es als Chance siehst, dann bist du nochmal extra nervös. Aber das muss nicht zwangsläufig was Schlimmes sein. Deswegen sage ich auch immer: Abitur-Athleten. Ja? Versuch so wie ein Abitur-Athlet zu sein. Versuch dir zu legen. wie denken richtig erfolgreiche Athleten. Was macht Athleten aus? Sie sind willensstark diszipliniert, zielorientiert, sie arbeiten fokussiert, sie achten auf ihre Regeneration, sie überwinden ihre Ängste, sie denken nicht so viel drüber nach, ob sie heute zum Training gehen oder nicht, sondern sie tun es einfach. Und deswegen, wenn du das hast, wenn du das hast, dann kannst du auch richtig ins Abitur durchstarten. Deswegen spreche ich immer vom Abiturathleten-Mindset. Seid euch da bitte bewusst, dass ihr genau das braucht. Ihr braucht das schon in der Oberstufe, aber gerade dann im Abitur braucht ihr es noch mal mehr, weil was das, das Trickige am Abitur ist, Du hast es nur einmal. Also, natürlich hast du vielleicht auch eine Mathe-Klausur nur einmal, aber auch die kommt vielleicht im nächsten Halbjahr wieder. Oder du kannst es dann vielleicht auch nur durch mündliche Mitarbeit noch aufbessern. Bei den Abiturprüfungen gibt es vielleicht noch eine Nachprüfung, aber es zählt einfach so viel und du hast nur eine einzige Chance. Natürlich kannst du auch alles wieder wiederholen, aber das ist ja nicht das Ziel, was wir haben. Deswegen, was sind meine besten Tipps, meine besten Erfahrungen. Wenn du meine komplette Story hören willst, ähm, wie ich die 1,0 in Abiturprüfungen geschafft habe, kannst du einfach hier rechts oben in der Ecke auf das i klicken, einfach auf das i draufklicken und dann ploppt hier so eine Seite raus. Dann kannst du da auf ähm, 1,0 in den Abiturprüfungen so habe ich es geschafft oder wie auch immer. Übrigens wundert euch nach wie vor nicht wegen meinem Fingernagel. Wir haben, waren einfach nur in so einem Nagellackstudio in Prag, so just for fun. Ähm, das heißt, klickt einfach drauf und dann schaut euch das an. Da erzähle ich das Ganze ausführlich. Aber ich muss wirklich sagen das Wichtigste beim Abitur ist meiner Meinung nach ernsthaft, dass du nicht zu viel Respekt hast, dass du es ernst nimmst, sau wichtig, geht auch nicht, wenn du jetzt jemand bist von diesen, oh ja, alles easy Typen, geht auch nicht zu easy rein, weil das kann auch schlecht sein, versucht euch in der Mitte einzupendeln, nicht Panik, 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 Panik und auch nicht, ja, yeah, mach ich eh easy, sondern nimm es ernst sei fokussiert und da wird es auch sehr sehr gut funktionieren ich denke man sollte ähm, wenn du die zum Beispiel Frage stellst, wann soll ich denn anfangen ähm, dann schau dir gerne auch hier einfach mal mein Video an wann sollte ich anfangen fürs Abitur schauen haben wir haben schon über 10.000 Menschen gesehen einfach aus dem Grund weil es gerade so aktuell ist ähm, da erkläre ich auch einige Dinge noch mal genauer deswegen von meiner Seite ganz ehrlich Glaubt an euch. Das ist das, was ich am Ende von jedem meiner mittlerweile fast 400 Videos, echt schon crazy, wie viele Videos hier rausballern, ähm, was ich da sage, weil, ähm, wenn du an dich glaubst, und das habe ich getan, das hat mich von allen Mitschülern damals unterscheidet, ich habe an mich geglaubt. Ich wusste, dass ich ein großes Ziel habe, ich wusste, dass 1,0 Abiturprüfungen nicht einfach werden würde, aber ich habe mich geglaubt ich hab's und ich habe es durchgezogen. Wenn du es machst, dann kann ich mir sehr vorstellen, dass es bei dir auch funktioniert. Es ist nicht sicher, nichts zum Leben ist sicher, aber. So erhöhst du die Chancen maximal. Und seid ihr bitte auch bewusst, dass ich immer da für dich da sein werde. Das heißt, ähm, an diejenigen von euch, die mich schon kennen, ihr wisst es, ich beantworte immer alle Kommentare. Manchmal staunen sie sich über ein paar Tage an, aber ich arbeite die immer wieder ab. Ich beantworte alle DMs. Ähm, das heißt, leo-eckel. Ähm, könnt ihr mir auf Instagram folgen, mir da eure persönlichen Fragen stellen. Das ist regelmäßig so, dass Leute mir einfach solche Sachen schreiben und ich lese mir das durch. Ich beantworte das detailreich, so detailreich, wie es zeitlich eben geht. Ähm, deswegen. Ich bin für euch da. Es werden noch bald Eins-zu-Eins-Coachings ähm, 1 -1 kommen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Interesse habt. Ähm mit mir ganz eng zusammenzuarbeiten, mich als euren persönlichen Coach zu holen, der euch das Abitur holt, dann schreibt mir gerne eine Mail an abiturathleten.web.de. Abiturathleten.web.de. Abiturathleten.web.de ist einfach nochmal in der YouTube-Beschreibung verlinkt. Ähm, schreibt mir einfach eine Mail, sagt, hey, ich hätte da super Interesse. Aktuell beginnt das Ganze noch nicht. Ja, es war jetzt auch zwei, zwei Monate, das mentorship Programm war zwei Monate nicht mehr verfügbar. Wir werden das Ganze jetzt neu aufsetzen und dann wird's kommen. Das heißt, es ist noch nicht verfügbar. Aber du kannst mir schon mal Bescheid geben, hey Leo, wenn dann die Plätze aufgemacht werden, würde ich gerne einer der ersten sein. Dann kann ich das vormerken oder dir als allererstes die Informationen dazu geben. Und dann wirst du es packen. Okay? Dann wirst du es einfach packen. Deswegen jetzt an meiner Stelle, von meiner Seite aus noch, ähm, wenn du das Gefühl hast, irgendjemanden, ähm, irgendwer sollte unbedingt auf meinen Kanal aufmerksam werden, bevor er sein Abitur schreibt, weil danach ist zu so spät. Ich kriege auch so lustig manchmal, kriege ich krieg Nachrichten. So, scheiße, Mann. So, ich folge dir voll gern, so weil du allgemein gute Sachen sagst, aber ich habe mein Abitur gemacht. Wo warst du, als ich eben Abitur gemacht habe? Deswegen bitte schickt es an alle Leute, die ihr kennt, die das Abitur machen. Einfach, dass die wissen, hey der Leo, der unterstützt dies das heißt, ich bin wirklich für euch da, ich bin wirklich für euch da, Fragen habt, schreibt es gerne unter die Kommentare, ähm, egal was es ist, deswegen schickt es bitte weiter, Es würde mir super helfen und es wäre einfach, äh, wäre ich super dankbar dafür und wenn irgendwas jemals von mir dir geholfen hat, wäre es super ähm, cool, wenn ihr die 2, 10, 15 Sekunden nehmen könnten, das ist kurz einfach das Video hier da auf diesen Share, einmal drauf tippen, auf das Sharing ding in die WhatsApp-Gruppe, einfach dass mal Leute hier auf uns aufmerksam werden, das würde mich super freuen und ähm, wir einfach noch mehr Leute, ich meine, letztes Jahr waren schon über 20 Prozent irgendwie alle Abiturienten, die unsere Videos angeschaut haben, vom Abitur und das würde ich natürlich gerne dieses Jahr wiederholen. Deswegen in diesem Sinne vielen Dank. Denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.